Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo, in dem ich euch jetzt mal so ein bisschen sagen möchte, was jetzt so, wie gesagt, irgendwie auf dem Kanal nichts passiert und so. Und zwar gibt es da ein kleines, extrem großes Problem, das ich zurzeit habe. Ich werde jetzt im Hintergrund so ein bisschen ein paar alte Matches spielen lassen, wenn ich jetzt erkläre. Und zwar, ich habe jetzt seit 4 Wochen das Problem, dass unser Internetrouter komplett spinnt. Was ich damit sagen will ist, ich kann mich gut mit nichts mehr verbinden. Weswegen ich auch keine Smash-Videos jetzt hier großartig mehr machen kann, da ich weder mit Freunden spielen kann, großartig, nur sehr wenige. Forglory ist komplett geblockt von dem Router. Weswegen das komplett für mich flach fällt. Ein weiteres Problem, was wir auch noch haben, ist es, unser Router permanent abstürzt, was die ganze Sache natürlich problematisch macht. Denn ihr müsst jetzt wissen, ich habe ja vor 5 Tagen mein kleines Smash-Video hochgeladen, was ich noch so auf Halte hatte, ein kleines Team-Match, und normalerweise kosten mich 4 Minuten so 5 Minuten Upload-Zeit. Und ich habe dafür ungelogen 50 Minuten gebraucht. Und zwar war das genauso schlimm wie damals an den Anfängen, wo wir noch eine sehr schlechte Internetleitung hatten. Und ich habe jetzt vor einigen Tagen bei unserem Anbieter angerufen. Dort hätte eigentlich jetzt uns die Daten zuschicken sollen, dass wir den Router austauschen können. Ich habe bis jetzt noch nichts bekommen. Also wir haben bis jetzt noch keine E-Mail dazu bekommen, was natürlich problematisch ist. Weil, wie gesagt, es hindert mich komplett. Wir können keine Livestreams mehr machen. Was für mich schlecht ist, da ich so meine Serie mit Shiny Zucht und Silber nicht weitermachen kann. Was wiederum wichtig wäre, weil diese Pokémon speziell für ein Projekt gezüchtet werden. Das ich ja jetzt dadurch, weil ich euch daran teilhaben lassen möchte, wenn wir die Shiny Pokémon kriegen, nicht machen kann. Weiterhin schränkt es mich auch ein, nicht nur mich, sondern auch Naru, dass wir unser Projekt nicht mehr machen können. Also unser Monster Hunter 4 Cars Edition. Ich werde euch vom ersten Part den Link in die Description posten, da könnt ihr euch das mal angucken. Wie gesagt, es ist ebenfalls ein Projekt, das wir über Twitch machen, wo wir zusammen, also ich und Naru, zu zweit versuchen, in MH4 weiterzukommen und nur bei dem Nötigsten, also wenn es wirklich nicht mehr geht, uns Hilfe suchen. Das ist ein Problem, was wir ja, wie gesagt, durch den Router, da er jetzt wirklich permanent abstürzt, das Internet einfach komplett wegkappt. Was extrem furchtbar ist, weil als ich beim Anbieter angerufen habe, haben wir auch mal die Leitung durchtesten lassen. Die Leitung an sich funktioniert wunderbar, alles. Es ist aber, wie gesagt, komplett der Router, der alles abblockt, der so gut wie nichts mehr durchlässt und das Internet so hart kappt, dass ich jetzt vor, lass mich nicht lügen, 2 Tagen 4 Stunden mit 7 MB besessen habe. Und ihr könnt euch denken, 7 MB ist gar nichts. Da ist eine Schnecke schneller. Und wie gesagt,
dank diesem netten Router-Problem, was ich jetzt habe, bin ich in vielen Dingen eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob ich das Update für Zelda runterladen kann, denn das war auch so eine Sache, die ich gerne mit euch machen wollte, dass wir uns mal den ersten DLC angucken, den Trial of Swords ausprobieren, die Armor-Teile finden zusammen über Twitch und ich es dann halt wieder hochlade. Aber das geht ja alles nicht. So, jetzt mal gucken, habe ich irgendwann. Ach, das war eigentlich nicht so. Das funktioniert ja alles nicht, weil ich nicht vorankomme. Da, wie gesagt, der Router komplett alles abblockt. Und sollte ich jetzt morgen immer noch nicht die Daten haben, damit ich den Router gegen einen anderen von unseren austauschen kann, sind wir leider gezwungen, wieder wieder bei meinem Anbieter anzurufen, um mal zu fragen, was der Scheiß soll. Mich, wie gesagt, es ist langsam wirklich nicht mehr witzig. Ich hänge hier seit 4 Wochen in den Seilen. Wir haben Unmengen an E-Mails hingeschrieben. Als ich gestern angerufen habe, hat es geheißen, es wäre keine E-Mail angekommen. Ich weiß nicht, was der ganze Käse soll jetzt bei Mnet. Ich will auch. Wie gesagt, ich möchte einfach nur die Sache endlich hinter mich bringen, dass ich wieder Content machen kann, dass ich irgendwie weiterkomme. Weil ich muss sagen, das ruiniert gerade mir so ziemlich den Spaß, irgendwas aufzunehmen, wo ich normalerweise dann wissen konnte, wenn ich es um die Zeit reingemacht habe, dass es dann bis dahin oben war. Jetzt einfach wieder das Dreifache dauert, weil der Router permanent meint, abstürzen zu müssen, weil er meint, das Internet einfach zu kappen. Er hat auch, das war eine Funktion, wo ihr ja vor einiger Zeit wusstet, dass ich eingestellt war, dass um 16 Uhr sich das Internet resettet, hat er von alleine ausgeschaltet. Was auch sehr suspicious ist. Gestern Abend habe ich mit Kollegen geredet und innerhalb von 10 Minuten ist der Router wieder abgestürzt, zweimal. Und wie gesagt, Leute, ich kann zurzeit überhaupt nichts machen, weil dieser Router mich permanent daran hindert, überhaupt was durchzukriegen. Ich weiß noch nicht mal, wenn ich dieses Video jetzt hier fertig mache, gerendert habe, ob es überhaupt hochkommt. Ob es überhaupt auf YouTube live geht. Weil dieser Router kontinuierlich, aber wahrlich, kontinuierlich meint, mich abfacken zu müssen. Und, wie gesagt, es ist jetzt, so eine kleine Information für euch. Sollte ich morgen die Daten nicht haben, werde ich mich extremst bei meinem Anbieter beschweren, weil es geht echt nicht mehr so weiter. Ich kann so nichts machen, ich kann so nicht arbeiten, es nimmt mir einfach die Lust. Ich wollte jetzt mit Naro über die nächste Zeit auch mal wieder wie Wind Waker aufnehmen, aber die Daten dann zu haben auf dem PC, fertig gerendert und alles. Und dann nur 500 Jahre zu brauchen, bis sie uploaden, bei einer 50K-Leitung, was eigentlich eine verdammt gute ist, nur weil der Router meint, sein Eigenleben zu entwickeln, ist echt nicht mehr lustig. Wie gesagt, das war jetzt das, was ich hier sagen wollte. Ich hoffe, ich krieg das Problem so schnell wie möglich gefixt, dass ich auch wieder was machen kann. Dass ich projekttechnisch auch wieder was machen kann. Und sobald
alles wieder funktioniert, werdet ihr auch wieder mehr Videos von mir haben. Wie gesagt, kurze Zeit funktioniert einfach gerade gar nichts. Und ich möchte jetzt auch nicht weiter darüber rumheulen, aber das war's jetzt. Erstmal so weit von mir. Eine kleine Info. Wir sehen uns dann wieder, wenn alles funktioniert. Bis dahin danke ich euch fürs Zusehen und euer Verständnis und bis zum nächsten Mal. Peace.